Liebe Freunde, morgen ist es wieder soweit und die Schule fängt in Bayern wieder an. Mit dem neuen Schuljahr ist die Zeit leider gekommen und ich muss meinen Kanal für ein Jahr pausieren. Wie manche von euch vielleicht schon wissen, werde ich nächstes Jahr meinen Abschluss an der Wirtschaftsschule machen. Dieser Abschluss ist so viel wert wie die mittlere Reife. Im letzten Schuljahr habe ich versucht, mein Hobby, das Let's Playen, und die Schule gleichmäßig im Einklang zu bringen. Doch leider, das habt ihr vielleicht bemerkt, konnte ich das nicht so richtig umsetzen. Ich musste ständig neue Let's Play-Pausen starten, die über eine lange Zeit gingen. Auch meine Noten in der Schule waren nicht so besonders gut. Das lag daran, da ich zu Hause keine Zeit fürs Lernen hatte und statt zu lernen immer gerne Let's Plays produziert habe. Weil ich das im nächsten Schuljahr vermeiden möchte, muss ich meinen Kanal bis zum Ende meiner Abschlussprüfung, die voraussichtlich im Juni 2014 sein wird, pausieren. Jetzt denkt manche von euch bestimmt, dass die Schule gar nicht so hart sein kann, dass man extra dafür eine Let's Play Pause machen muss. Ich zeige euch mal ein kleines Video darüber, was wir im Rettungswesen machen. Alles klärchen, dann schauen wir uns mal an, was die hier machen. Ich habe mich jetzt eiskalt jetzt in die Aufnahme reingegangen, ohne irgendwie was vorzubereiten, eine Aufnahme, eine Aufgabe. Nehmen wir mal das richtige Heft. Ja, gut. Blub, blub, blub. Also, ich zeige euch nur mal, nur damit ihr so ein kleines Bild davon habt, was ich nächstes Schuljahr für eine schöne Aufgabe machen muss. Wo ist denn das? Ich meine, die schönen Aufgaben, wo sind denn die? Meine Lieblingsaufgaben. Wenn es welche gibt. Moment. Das kann jetzt ein kleines bisschen dauern. Das ist schon das. Nein, das ist das falsche, oder? Tatsache, das ist das falsche Heft. Moment. Scheiße. Okay. So, das ist das richtige Heft. Ich hoffe, es ist nicht allzu dunkel. Moment, ich schalte das Ganze mal ein bisschen heller. Schreibt das Licht an, dann sieht man das. Ach übrigens, hier ne, schöne Sendung. Ja, gut. Dann schauen wir uns mal an, was der Kevin nächstes Jahr so machen muss. Nur für die, die jetzt denken, Schule ist doch gar nicht so hart. Was macht er? Stellt er sich so an? Was für ein Weichei. Dann schaut euch mal diese Aufgaben an. Und zwar, ja, die ist perfekt. Und zwar, Moment. Ich hoffe, das ist genug scharf. Also ich scroll jetzt einfach mal rum. Und wenn ihr die Aufgabe lösen könnt, dann wisst ihr anscheinend, was ich nächstes Jahr alles machen muss. Ja, das ist jetzt momentan eine Aufgabe. Nämlich die Aufgabe 114. Und ja, ich zeige euch mal, was ich hier jetzt eigentlich machen muss. Übrigens geht die Seite hier noch weiter, ne? Oder? Ne, tut's nicht. Pussy-Aufgabe, ich nehme mal die ganz letzte. Ja, die ist richtig. Das ist eine richtige. Also hier so wie dasselbe wie vorhin. Und hier geht es noch weiter. Natürlich sind es nur die leichten Aufgaben von uns. Maus weg. So, dann zeigt ihr euch jetzt mal, wie das aussehen wird. Hier habe ich ein scheiß kleine Arbeitsblätter. Genau, also so sieht die Aufgabe am Ende aus. Dafür stehe ich jetzt extra mal auf, ne? Alles T-Konten für jeden einzelnen Scheiß. Ja, das ist eine ganz schöne Arbeit. Also ich würde sagen, diese Aufgabe dauert ungefähr, ja, wenn es hochkommt, 3 bis 4 Stunden habe ich, glaube ich, dafür gebraucht. Tendenz steigen, weil nächstes Schuljahr kommt noch was hinzu. Rechnungswesen ist ja im Prinzip nur eine Aufgabe, die immer größer wird. So, und übrigens kommt da noch was dazu. Das ist, also, ja, ihr seht, was für eine Ordnung ich hier habe bei mir. Ja, übrigens kommt das hier noch zu der Aufgabe hinzu nächstes Jahr, das hier überall. Ja, gut. Soweit. Ja, gut, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick, was ich nächstes Jahr für einen Stress haben werde. Und ja, das ist, wie gesagt, eine einzige Aufgabe, wenn man dort einen Fehler hat, ist die ganze Rechnung kaputt. Ja, und man hat mindestens einen Vierer. Also wenn die Zahlen falsch sind, hat man mindestens einen Vierer, dann kriegt man höchstens noch Punkte
für die richtigen Konten. Aber ich glaube, die, die kein Rechnungswesen haben, werden jetzt da wahrscheinlich nichts verstehen. Aber ihr habt ja gesehen, wie groß die Hausaufgabe ist. Also das ist ja wie gesagt nur eine Aufgabe. Und ich fürchte, nächstes Jahr wird die Aufgabe verdreifacht von der Länge her. Ja, ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum ich mich jetzt so beschwere. Ne? Und es ist auch der Grund, warum ich diese Playpause anfangen möchte. Oh, euch eigentlich kann ich jetzt mein Gesicht zeigen. Ja, seht den hässlichen Kevin so mal hier weg von dem Licht. Ja gut, dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Also bis gleich. Wenn ihr denkt, dass das alles ist, habt ihr euch geschnitten. Nächstes Jahr wird das noch schwieriger und die Lehrer erklären es noch schneller als sonst. Also hoffentlich habt ihr gemerkt, dass das kein Zuckerschlecken ist. Kommen wir aber zurück zu meinem Kanal. Mittlerweile haben wir fast 250 Abonnenten und mehr als 140.000 Views in 2,5 Jahren erreichen können. Und ich möchte deswegen ein riesengroßes Danke sagen. Ich habe für euch, damit ihr die Zeit bis zu den nächsten Sommerferien auch mit mir überbrücken könnt, einige Fallout 3 Walkthrough-Parts produziert, die regelmäßig alle 2 Wochen freigeschaltet werden. Leider konnte ich nicht so viele Parts produzieren und das Ganze reicht nur bis zum Februar, aber immer noch besser als nichts. Die Parts findet ihr auf dem Kanal Yanka Games, Link in der Videobeschreibung. Das ist ein Kanal, der extra dafür erstellt wurde, damit ihr auch bei Let's Play Pausen noch Videos von mir sehen könnt. Diese Parts sind unkommentiert. Während dieser Zeit werde ich auf eure Kommentare leider nicht antworten können. Das klingt zwar hart, aber ich habe nächstes Jahr Wichtigeres zu tun. Lernen, Projektvorbereitungen, Hausaufgaben und so weiter. Nach der Let's Play Pause machen wir weitere 30 Team Fortress 2 Parts und fangen mit dem Yu-Gi-Oh! Let's Play an. Ich weiß noch nicht, welches Yu-Gi-Oh! Let's Play wir machen sollen. Ich möchte entweder das Yu-Gi-Oh! 2009er neu spielen, weil ich fand es nicht so besonders gut produziert. Deswegen möchte ich das Ganze neu machen. Oder wir fangen mit den neueren an, mit Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2010 Revenge of Arcadia. Ja. Ich lasse euch entscheiden, welches Let's Play wir aufnehmen sollen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn wir Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2010 Revenge of Arcadia spielen wollen. Oder einen Daumen runter, wenn wir Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2009 Stardust Accelerator neu Let's Playen wollen. So, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende des Videos. Ich möchte mich jetzt bei euch allen verabschieden und Danke sagen für die schöne gemeinsame Zeit. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, vor euch Spiele zu spielen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen zweideutig, ich weiß, aber naja. Gut. Ja, ich wünsche euch für nächstes Jahr. Was wünsche ich euch denn? Ich wünsche euch viele Geschenke zu Weihnachten. Nein. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ihr könnt ja währenddessen, wenn ihr wirklich so mich vermissen solltet, ihr könnt ja auch ältere Let's Plays von mir auch anschauen. Die sind zwar nicht so besonders gut wie die neueren, die sind mit einem alten Mikrofon aufgenommen. Aber besser ist nichts, ne? Also, wenn ihr wirklich mich vermissen solltet, dann könnt ihr meine alten Let's Plays anschauen. Wenn ihr natürlich alle alten Let's Plays gesehen habt, dann was kann ich euch dann raten? Dann würde ich euch raten, andere Let's Plays anzuschauen. Es gibt ja auch andere Let's Plays auf YouTube. Ne? Nicht nur den lieben Janka, sondern auch andere Let's Plays. Ich empfehle euch Gronkh. Für die, die Gronkh nicht kennen, da gibt es bestimmt keinen von euch, der wirklich alle seine Videos gesehen hat. Also, selbst ich habe sein Minecraft-Let's-Play noch nicht ganz gesehen, aber jetzt schweife ich ein bisschen ab. Und möchte die Zeit jetzt einfach totschlagen, damit ich das Video nicht beenden muss, sondern ich quatsche hier jetzt einfach mal wieder so um den heißen Brei, wie Master Davis. Master Davis, 1-1. Hier bringen sie direkt. Wo bringen sie uns denn hin? Verdammt, Handy. Verdammt. Ja, es hängt mit dem Handy ab. Naja, gut, es wird Zeit fürs Schluss machen. Ich habe übrigens noch am Ende ein paar Outtakes für euch, die mir beim, ja, die mir misslungen sind, also misslungene Aufnahmen, Outtakes, ne, kennst du ja. Ja, gut. Also, danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Hab euch lieb.
no homo. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Also, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Und ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich es beenden soll. Ich bin nicht so der große Redner, ich gebe es zu. Am Ende fällt es mir immer schwer, mich zu verabschieden, besonders bei meinen Let's Plays, wenn ich zum Beispiel ein Let's Play fertig produziere. Okay, ich schweife wieder ab. Ich sag jetzt einfach mal tschüss und ja, ne, bis nächstes Jahr. Also, ciao Leute. Ich werde euch vermissen. Ciao Leute. Weil ich das nächste Schuljahr vermeiden möchte. Hä? Was? Ergibt es einen Sinn? Nein. Ich habe für euch, damit ihr die Zeit bis nach den nächsten Sommerferien... ergibt keinen Sinn. Bis nach den nächsten Sommerferien. Steht das so? Bis nach den nächsten Sommerferien. Tatsächlich. Verdammt, warum muss ich... Warum überarbeite ich meine Texte nicht? Ich habe für euch, damit ihr die Zeit bis zu den nächsten... Verdammt, wo bin ich denn? Verdammt, wo bin ich jetzt? Hilfe, ich habe mich verlesen. Nein, Hilfe. Ich habe Angst. Hilfe, Gott, bist du da? Ja, ich bin hier. Hallo Gott, ich brauche Hilfe. Was brauchst du, mein Sohn? Nicht mehr so wichtig. Leider kann ich während dieser Zeit auf eure Kommentare nicht antworten. Das klingt jetzt zwar ein bisschen hart, aber ich habe nächstes Jahr Wichtigeres zu tun, weil nächstes Jahr lernen... Verdammt! Improvisieren funktioniert nicht! Nach der Let's Play Pause machen wir weitere 30 Team Fortress 2 Parts und fangen mit dem Yu-Gi-Oh! Let's Play an. Ich weiß noch nicht, welches Let's Play wir machen sollen. Ich möchte entweder das Yu-Gi-Oh! 5... Ich hasse mich selber. Ja, langsam wird es Zeit. Wenn das Video beendet ist, beginnt die Let's Play Pause. Und jetzt richte ich mich improvisatorisch jetzt an euch, ohne das jetzt vorzulesen, weil das Ganze habe ich jetzt momentan vorgelesen und ist alles aufgeschrieben und gescriptet. Ja, in dem Sinne möchte ich mich jetzt dann noch bei euch allen verabschieden und Danke sagen für die schöne gemeinsame Zeit. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit nächstes Jahr. Habt Spaß. Habt Spaß, kann man das so sagen? Verdammt! Wie sollen sie Spaß haben ohne mich? Ergibt irgendwie nicht groß Sinn, ne? Das klingt so wie... Ah, jetzt haben wir den endlich weg, den Janka-LP. Jetzt haben wir Spaß! Yeah! Ach, verdammt, das kommt in den Outtakes rein. So, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende des Videos. Ich möchte jetzt an der Stelle nochmal Danke sagen für die schöne gemeinsame Zeit mit euch. Es hat mir wirklich sehr Spaß mit euch gemacht zu spielen. Das klingt jetzt irgendwie falsch, ne? Jetzt hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch zu spielen. Scheiße.